Ich hoffe, ihr habt wieder was zum Knabbern dabei. Ihr Hurensöhne, und damit herzlich willkommen zur 53. Folge von Dawn of War 2 Warhammer 40k. Ich gehe zur Brücke. Felicianus steht schon bereit. Die Orks bereiten einen Ansturm auf eine unserer automatischen Gießereien vor, Kommandant. Es sind diese Gießereien, die es uns ermöglichen, schnelle Einsätze zu fahren und mehrere Schläge auszuführen. Sie müssen den Ork-Angriff abwehren, sonst ist die Gießerei verloren. Die Gefahr der Jugend. Felicianus hat als jüngster Bloodraven aller Zeiten den Rang des Oberkommandierenden inne. Viele Ordensmitglieder sind beeindruckt von der Tapferkeit von Felicianus. Doch es gibt auch Stimmen, die behaupten, diese Beförderung sei zu früh gekommen. Es war der Ordensmeister persönlich, der die Beförderung anordnete, trotz des erheblichen Widerstandes und obwohl der Ordensmeister Felicianus nie persönlich begegnet war. Später stellte sich in den Aufzeichnungen heraus, dass diese Beförderung bereits ein ganzes Jahr vor Beginn der Hadrian-Kampagne angeordnet worden war, obwohl sie erst nach ihrem Ende wirksam wurde. Wollen die Gießerei für sich selbst, Kommandant. Sie werden ihre Angriffe auf die Generatoren richten, die die automatischen Systeme antreiben. Sie sollten ihre Angriffe auf uns lenken. Dann hätten sie eine Erfolgschance. In der Kronos-Kampagne ging es um die Vernichtung der Orks im ersten Spielteil von Warhammer 40k. Der erste Teil. Und von dieser Kronos-Kampagne ist auch dieses Banner, was ich in der letzten Folge bekommen habe. Und nun am Rücken trage. Feuer, Feuer, Feuer. Aber was ist diese Hadrian-Kampagne? Was ich eben im Anfangsbildschirm vorgelesen habe. Im Lesebildschirm. Oder im Eingangsbildschirm. Oder im Bilderbildschirm, weil man da immer so ein schönes Bild zu sehen bekommt. Avitus setzt Segen der Kraft ein. Feuer konzentrieren. Felicianus stürmt vor und walte deines Amtes. Ich stürme vor. Ich walte meines Amtes. Stärker als jeder andere walte ich meines Amtes. Von Norden her, dann werden wir die Position verschieben, meine Space Marines. Folgt wie immer den Leuchten des Hammers. Keine Gnade für die Tiere. Ihr gehört in den Zoo, aber nicht hierher auf unseren Planeten.
Stirb, Grünhaut! Thaddäus, geh dich verstärken. Sofort. Taktischer Rückzug. Jetzt. Thaddäus, du musst sie aufhalten, bis die anderen da sind. Meister auf das Cyberpanzerung erhalten. Zerstückelt sie. Einer nach dem anderen. Auf den Guardbot. Primäre Bedrohung gesichtet. Ich mache den Anfang mit meinem Hammer. Setz Sammeln ein. Kriegsschrei. Weiter, weiter. Unnachgiebig erhalten. Hier links auf dem Bildschirm sehe ich das. Mir ist es egal, wen ich von euch zuerst töte. Ihr seid keine Bedrohung. Setzt Kriegsschrei ein. So. Einfach zu geil. Setz Sprint ein. Tarantel einsetzen, weil die anderen nicht mehr rechtzeitig da sind. Sucht die Gegend nach weiteren Feinden ab, dass wir auch niemanden vergessen. Unsere Brüder sterben durch die Hand des Feindes. Avitus wird angegriffen. Üble Grün heute. Position gesichert. Ach, hier oben.
Sehr gut, hier oben rechts. Da habe ich das ganz kurz gesehen. Weitere Versorgungsgegenstände. Felicianus war aber der Einzige, der gerade davon profitiert. Also meine Wenigkeit. Felicianus, was hast du vor? Willst du die alleine schnappen? Der nimmt den alleine auseinander. Die unbarmherzige Lanze der Vergeltung erhalten. Heil dich, Felicianus. Komm hier, Herr Gargbot. Komm her. Ortbedrohung eliminiert. Suchen Sie uns in Zukunft würdigere Gegner aus. Niemand kann den Kreuzzug der Rechtschaffenden aufhalten. Haha! Geil, der Segen der Wildheit. Geil, eine neue Waffe. Frohlockt, denn ich habe entschieden, euch mit meiner Wut zu segnen. Aus der Predigt an die Xenos. Abschrift auf Gebetsstreifen an dieser Waffe. Gut gemacht, Kommandant. Zum Glück haben die Orks es nicht geschafft, die Gießerei selbst zu beschädigen. Diese Gießereien basieren auf uralter Technologie, die wir nicht vollständig verstehen. Wenn sie zu sehr beschädigt sind, können wir sie nicht reparieren und sie sind endgültig verloren. Okay, danke dir, Martellos. Die Dschungel und Sümpfe von Typhon wimmeln nur so vor Orks. Und diese haben die primitiven Menschen dieses Planeten fast ausgelöscht. Die wenigen Überlebenden sind hochwertige Anwärter für die Blood Ravens. Okay, ich gucke hier, ob hier noch was Ernsteres ist. Ne, 4 Tage, genug Zeit. Optionales Ziel, genug Zeit. Die große Arena im Dschungelhochland von Typhon dient den Blood Ravens Space Marines als Schauplatz brutaler Rekrutierungswettkämpfe. Bereiten einen Ansturm auf eine unserer automatischen Gießereien vor, Kommandant. Es sind diese Gießereien, die es uns ermöglichen, schnelle Einsätze zu fahren und mehrere Schläge auszuführen. Sie müssen den Ork-Angriff abwehren, sonst ist die Gießerei verloren. Moment, ich gebe dir ganz kurz eine andere Waffe. Ich habe hier letzte Runde was verdient, ich will das jetzt sofort einsetzen. Zorn der Gerechten, ja, 17.
Und Segen der Wildheit ganz neu, Stufe 20. Schaden, 49 Schaden, okay. Nee, hier. 17, Stufe 17 gegen Stufe 20. 39,6 Schaden, 49 Schaden. Lasst jene, die sich gegen mich stellen, den Zorn spüren, den ich über sie bringe. Diese Worte sind grazil in die rotierenden Läufe der Sturmkanone graviert. Wenn die Läufe sich im Kampf aufheizen, fangen die Worte an zu glühen. Dieses neue Schmuckstück wird dieses Zorn der Gerechten jetzt ersetzen. Frohlockt, denn ich habe entschieden, euch mit meiner Wut zu segnen. Aus der Predigt an die Xenos, in Klammern Elder, Tyranniden, Tau, alle Außerirdischen, die keine Menschen sind. In Klammer Xenos, Abschrift auf Gebetsstreifen an dieser Waffe. Sieht identisch aus. Mir reicht's. Mit diesen Orks. Verschiedene Trupps haben verschiedene Stärken. Daher ist die Entscheidung, wenn sie zu einem Einsatz schicken, sehr wichtig. Vor dem Start sollten sie sicherstellen, dass die ausgewählten Trupps auch bereit sind. Wenn sie immer die gleichen Trupps auswählen, hängen die vernachlässigten Trupps irgendwann ein paar Stufen hinterher. Das ist sehr schlecht, wenn sie dann doch mal deren spezielle Fähigkeiten brauchen. Die Orks wollen die Gießerei für sich selbst, Kommandant. Sie werden ihre Angriffe auf die Generatoren richten, die die automatischen Systeme antreiben. Sie sollten ihre Angriffe auf uns lenken. Dann hätten sie eine Erfolgschance. Setz die Tarantel. Sehr gut. Töte die zwei Bosse. Heil alle Felicianus, bitte, schnell. Avitus setzt Feuer konzentrieren ein. Die anderen greifen die Fernkämpfer an, die hinten stehen von diesen wilden Bestien oder diesen wilden Tieren, Abscheulichkeiten, wie auch immer. Beschmutzte Flecken für den Imperator. Kriegsschrei einsetzen, Felicianus, damit deine Verbündete, damit mit jedem ihren Nahkampfangriff ein Spezialangriff, der alle Gegner schockt oder wegschießt, wegschlägt, entsteht. Weiter, weiter, weiter. Nein. Was macht der Panzer jetzt hier? Heil alle. Mein Gott. Die Tarantel-Wächterkanone lenkt das Feuer ein wenig ab. Ich habe das vorher schon in Erinnerung.
Oder ich habe mir es vorher schon gewollt, geplant, weil es gab eine Mission vor 2 oder 3 Folgen, die hat mich so aufgeregt, auf derselben Karte, mit demselben Ziel. Verteidigen sie. Und ich habe verloren. Es kommt nicht nochmal vor. Feuer, Feuer. Allem, was ihr habt. Wenn ihr dabei drauf geht. Ihr verlasst den Punkt jetzt nicht mehr. Sammeln. Unterdrückung durchbrechen. Und Verbündete im Umfeld heilen, Felicianus. Seid wie eine undurchdringliche Mauer des Imperators. Ihr solltet den Imperator in euch fühlen. Nein, aber jetzt ernst. Für den Imperator. Nein, okay, jetzt. Wirklich. Wir haben keine Verluste zu beklagen. Sehr gut. Dafür habe ich euch die Terminatorenrüstungen besorgt. Und dafür sind wir jetzt schon bei der 53. Folge vom Let's Play. Wir könnten es schon lange beenden. Aber diese wertvollen Gegenstände, die brauchen wir einfach. Für die Blood Ravens. Thaddeus, geh zurück, du musst dich heilen. Heil alle, Felicianus. Avetus macht alle unbesiegbar. Keine Gnade für diese Tiere. Kaum zu glauben, dass die sich zu einem Rudel zusammengeschlossen haben, die unter einer Farbe kämpfen. Avetus macht alle unbesiegbar. Konzentriert euch auf das Ziel, konzentriert euch auf das Ziel, bevor Thaddeus fällt. Genau, erledigt die Grün heute. Sehr geil, jetzt haben wir es gleich geschafft. Ja, geil. Okay, jetzt stirb. Stirb. In Zukunft würdigere Gegner aus. Der Sieg ist nur ein Vorspiel zur nächsten Schlacht. Ja, geil, jetzt habe ich noch einen stärkeren Hammer bekommen. Okay, geil. Dorns Vergeltung ist nach dem mächtigen Primarchen der Imperial Fists benannt.
und wurde in einer Schlacht während des 12. Schwarzen Kreuzzugs eingeweiht. Als ein Angriffskreuzer der Blood Ravens sich von der Hauptflotte der Imperial Fists löste, um ein Schiff der Black Legion anzugreifen und zu vernichten. Eine Begründung für diese gewagte Aktion ist nicht bekannt. Gut gemacht, Kommandant. Zum Glück haben die Orks es nicht geschafft, die Gießerei selbst zu beschädigen. Diese Gießereien basieren auf uralter Technologie, die wir nicht vollständig verstehen. Wenn sie zu sehr beschädigt sind, können wir sie nicht reparieren und sie sind endgültig verloren. Und ich gucke mir mal an, was jetzt hier angegriffen wird. Felicianus, Stufe 14 Hammer. Ich habe jetzt eben bekommen einen Stufe 20er Hammer. Verdammnis der Verräter. Bruder Jakob hielt lange genug inne, um die letzten Reste seiner Kraft zu sammeln, während sein Blut aus einer klaffenden Wunde spritzte. Er blickte dem ehemaligen Space Marine lange dem Chaos verfallen in die Augen und sprach: Ich bin die Verdammnis der Verräter und ich bin dein Ende, und zerschmetterte die gezückte Klinge des Alpha-Legionärs. Verdammnis der Verräter und jetzt Dorns Vergeltung. Dorns Vergeltung ist nach dem mächtigen Primarchen der Imperial Fists benannt und wurde in einer Schlacht während des 12. Schwarzen Kreuzzuges eingeweiht. Als ein Angriffskreuzer der Blood Ravens sich von der Hauptflotte der Imperial Fists löste, um ein Schiff der Black Legion anzugreifen und zu vernichten. Eine Begründung hierfür ist nicht bekannt. Alter Hammer. Neuer Hammer. Alter Hammer. Neuer Hammer. Sehr schön. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns. Tschüss.